Ich fange mal an direkt mit Glitch Nummer 1. Und zwar, Leute, müsst ihr für diesen Glitch Strom aktivieren und diese Tür geschlossen halten. Sobald ihr das gemacht habt, Leute, lauft hier die Treppen hoch, so wie ich. Lauft den Weg hier lang. Springt hier einmal rüber, Leute. Und wenn ihr dann hier oben seid, dann springt einmal hier hin. Und hier am Rand könnt ihr so ganz langsam vorbeilaufen. Und dann fallt ihr so ein kleines bisschen runter, Leute. Wenn ihr dann hier in diesem Spot seid, seht ihr schon, dass die Zombies sich hier versammeln vor euch. Kommen wir nun zu Glitch Nummer 2. Und zwar müsst ihr hierfür zur verbrannten Verteidigung dorthin, wo ich hingehe. Ihr müsst da einfach aus der Distanz so ein bisschen drauf springen, Leute. Und wenn ihr das gemacht habt, seht ihr schon, dass eure Füße schweben. Und die Zombies versammeln sich entweder unter euch oder links neben euch, Leute. So, das war Glitch Nummer 2 und wir kommen jetzt zu Glitch Nummer 3. Glitch Nummer 3 ist im Datenzentrum neben der Essenzmaschine links, Leute. Stellt euch hier am Rand des Tisches, springt einmal hoch und pusht ein kleines bisschen nach vorne, sodass ihr auf dem Tisch steht und die Zombies werden sich vor euch versammeln. Die Zombies, die noch da rechts in der Ecke waren, während ihr das gemacht habt, bleiben da stehen, aber danach versammeln die sich alle vor euch. Glitch Nummer 4 befindet sich auch im Datenzentrum, Leute. Und zwar müsst ihr hier an der Tür raus bei Speedcola. Dann springt ihr hier auf das Gelände drauf, Leute, und lauft so ein kleines Stück zurück. Und wenn ihr das dann richtig gemacht habt, dann werden sich die Zombies auch vor euch versammeln. Kommen wir nun zum nächsten Glitch. Und das ist zurzeit meiner Meinung nach der beste Glitch. Und der klappt auch bei die Maschine, Leute. Und zwar braucht ihr hierfür eine Affenbombe, Leute. Euer Mate wirft die Affenbombe in die Luft. Und der Host pausiert das Spiel, während die Affenbombe in der Luft ist. Nachdem der Host dann das Spiel pausiert hat, dann verlässt euer Kumpel, der die Affenbombe geworfen hat, das Game. Und ihr wartet so lange, bis dort rechts steht, dass euer Freund die Lobby verlassen hat. Nachdem die Nachricht kommt, spielt ganz normal weiter. Dann seht ihr hier die Affenbombe. Diese wird noch einmal explodieren. Und danach werden sich alle Zombies dort versammeln. Kommen wir nun zum letzten Glitch. Und der klappt auch bei die Maschine. Und klappt auch mit allen anderen Waffen, und zwar die Waffenduplikation. Und zwar braucht ihr zwei Waffen, die ungepanzert sind, Leute. Dann nehmt ihr die Waffe, die ihr duplizieren wollt, in die Hand, Leute. Geht zum Packer Punch, drückt auf die Maschine und wechselt direkt danach zu eurer Zweitwaffe und puncht diese Zweitwaffe dann. Wenn ihr das richtig gemacht habt, Leute, dann habt ihr die Waffe, die ihr zuerst in der Hand hattet, zweimal. Das klappt auch auf die Maschine, damit könnt ihr auch die Raygun unter anderem verdoppeln und alles andere auch. Ich zeige euch das Ganze noch einmal. Ihr geht zur Maschine, Leute, klickt drauf, wechselt die Waffe, dann puncht ihr eure Zweitwaffe und wenn ihr dies gemacht habt, habt ihr eure Primärwaffe zweimal. Das war's dann auch mit dem Video, Leute. Falls euch dieses Video und dieses Format gefallen hat, dann schreibt mir doch in die Kommentare, lasst ein Like da. Und falls ihr Hilfe brauchen solltet oder irgendwelche Fragen habt, dann könnt ihr auch gerne mein Discord joinen. Link ist in der Videobeschreibung und lasst uns einander helfen. Ansonsten ciao und bis zum nächsten Video.